Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video von mir. Wir befinden uns heute im schönen Thüringer Wald. Wir sind extra aus Österreich angereist, um nach Thüringen zu gelangen. Das sind glaube ich 500 oder 600 Kilometer ungefähr. Und wir stehen direkt vor dem Eingang einer alten Schiefergrube. Und zwar ist das hier in Unterweisbach, glaube ich, die Schiefergrube Krone. Und wir wollen natürlich uns drinnen mal umschauen, wie es drinnen so ausschaut, was wir drinnen noch so alles entdecken können. Schon das Gelände außen, das sieht schon sehr interessant aus. Viele Lost Places, viele Ruinen, vieles, was man da machen kann, auch zum Fotografieren. Wir wollen uns natürlich etwas unter Tage umschauen. Darum wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meinem Video hier aus der Schiefergrube Krone in Unterweisbach. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, abonniert doch einfach meinen YouTube-Kanal Beatmaster TV. Und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß an meinem Video. Wir sind in der Schiefergrube Krone. Man kann ganz genau sehen, die riesen Abbauhallen. War mir jetzt nicht so bewusst, dass das wirklich so groß ist. Hier sieht man wieder die alten Gleisanlagen. So, wir sind jetzt wieder zurück am Hauptweg bei den Gleisanlagen, die in die Stollen hineinführen und hinaus natürlich. Ich wollte natürlich hier auch mal ein bisschen umschauen. Da steht zum Beispiel ein Gesperrtschild. Ich vermute, dass damit die Druckluftleitung gemeint ist. Wir sind übrigens in der unteren Sohle der Schiefergrube Krone. Also die Gleisanlagen sind ja noch recht gut erhalten.
Das muss man schon sagen. Da kann man nicht meckern. Hier sind auch so riesen Abbauräume. Hier kann man noch den Rest der technischen Einrichtung begutachten. Da waren auch schon die Kabeldiebe am Werk. Wir folgen jetzt dem Schienenstrang. Ich weiß nicht, wir waren ja vor langer, langer Zeit schon mal hier gewesen. Aber da habe ich nicht alles gesehen. Schiefergrube ist ja doch recht umfangreich. Hat man da gesprengt? Wir schauen praktisch also es gibt viele Abzweige hier. Ich vermute mal, dass natürlich dann nicht alles interessant. Dahinter geht es bestimmt noch weiter. Wir sind hier im absoluten Rohausbau der Schiefergrube. Kann man vielleicht sehen. Also hier ist noch nichts abtransportiert, oder? Oder es ist schon im Laufe der Zeit was heruntergekommen. Man kann sehen, dass das der absolute Rohbau ist. Obwohl hier unten sind schon Gleise. Oder ist das alles schon heruntergekommen? Also wir sind jetzt, wahrscheinlich ist das der Schiefer so brüchig, dass der da so einfach runterkommt. So, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück auf den Hauptgang, auf den Hauptweg. Gehen wir in einen Abbaubereich. Der schon ziemlich ausgeschlachtet ist, wenn man das so sagen kann.
Jetzt sind wir praktisch in dem Bereich von hinten her. Ich vermute, man hat das noch nicht abtransportiert. Das ganze Gestein. Es sieht wirklich wahnsinnig aus, ja? Wenn man sich das anschaut. Faszinierend tun mich die großen Abbauhallen. Hier hätte man ruhig eine sehr, sehr große Untertageverlagerung reinbauen können. Hier ist Schlamm. Ah, alles relativ fest eigentlich. Ha, Wahnsinn, Wahnsinn. Da wollen wir doch weiter schauen. So, muss nur mal kurz gucken, dass uns das Licht nicht ausgeht. Also in dem Teilbereich der Anlage war ich auch noch nicht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sind jetzt bestimmt 100 Meter oder noch weiter drinnen. Und es nimmt kein Ende. Hinten ist Ende. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viel 100 Meter das jetzt waren, aber es ist sehr, sehr groß, die Schiefergrube. Bei der Verladung angekommen, die praktisch aus der zweiten Sohle kommt, da oben. Und danach wurden die Loren hier rausgefahren. Wir sind praktisch wieder auf dem Hauptweg.
Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Ausgang. Ihr müsst euch mal vorstellen, die haben ja wirklich Leute gearbeitet drinnen. Die sind ja nicht so wie ich zum Spaß hier rein. So, jetzt sind wir auch schon wieder in der Nähe des Ausgangs der Schiefergrube Krone. Jetzt heißt es wieder Kopf einziehen. Also man kann schon sehen, dass da schon einiges zusammengebrochen ist hier oben. Leider. Und es kann natürlich irgendwann passieren, dass die Schiefergrube nicht mehr passierbar ist, weil es einfach zu